Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf NF Marsch in LS17. Oh. Gefährlich hier. Gefährlich, ja. Ich muss hier auch so ein bisschen immer aufräumen und Holz noch zwischendurch machen. Ja, das jetzt ist, ne? Der Mac ist immer noch nicht angekommen, so Gold vor. Man macht ja, was man so kann, ne? Das ist, wie es ist. Damit das da auch mal wieder aufgeräumt ist. Palettes werden, glaube ich, noch produziert. Sieht zumindest so aus, ne? Dass das da weiterläuft. Ich habe hier auch noch so ein paar Bäume liegen, ne, da hinten. Oder ich wollte die mal aufbauen. Den einen habe ich dann natürlich genau auf der Hütte geschmissen. Den werden wir, glaube ich, nicht so schnell wieder sehen, den Baum. Den kriege ich dann gar nicht ganz weg, ne? Das war ich versuchen zu. So, das haben wir. Ich wollte was gucken. Er ist fleißig. Er dreht jetzt hier rum. Ne, ich könnte ja wohl. Also manchmal. Ja, dann wird es wahrscheinlich hier zurückfahren. Ne? Das ist. NS17 CP ist manchmal echt eine Herausforderung. Ne? Sagen, wie es ist. Dass sie dann immer diese Kreise ziehen. Das finde ich nicht so schicki vorne. Ich mache hier. Ich wollte nicht mehr. So, ich brauche nämlich mal einen neuen Kurs. Was gibt denn da? Warum fährst du nicht? Zeichnung beginnen, den können wir ausmachen. Ich möchte nämlich die Hufsiedel ein bisschen bauen. Schon ein bisschen zu weit, ne? Nochmal Stroh rein. Nicht mehr so viel Stroh. Ja, wir brauchen hier aber auch einen P-Punkt. Wir haben echt nicht mehr so viel Stroh. Ist ja auch nicht schön. Ah, okay, ich hatte auch nicht viel ins Ziel gefahren. Ne? Und fährst du hier weiter? Das ist er. Stau. Dann müssen wir wieder rumfahren, ne? Jetzt fahre ich hier so einen Hof. Cooles Ein dabei brauchen wir den eigentlich vorne. Ne? Weil wegen der. Puh. Ist ja eh gleich so leer der Ziele. Eigentlich wollte ich den haben, damit er kontinuierlich im Kreis rumfährt. Ne? Wo ich denn das ganze Strom hier gefahren? So, dann fahren wir weiter. Wollen wir dann was sehen? Willst du hier jetzt wieder so rum? Willst du hier so rumheizen? Fährst du hier rum? Und das hier auch. Dann halt mal eben an. Speichern wir eben. Genau, den haben wir drin. Also du fährst aber jetzt von hier aus zur Pelle zurück. Ich muss mal wieder Kusa einordnen, aber heute Morgen ging das irgendwie nicht. Hat er uns verrecken nicht gemerkt. Aktivieren. Du fährst doch mal hin. Was haben wir? Ist der Mac jetzt... Oh, der ist auch schon wieder voll. Der muss hier hin, ne? Das ist hier nur an Betrieb. Ganz ehrlich. Von einer Baustelle in die nächste. Das läuft. Der ist fleißig. Ich fahre. Bist du
Derbys. Die Arme muss ich auch noch wieder schütten. Wie ist das jetzt vorgerendet, das haben wir jetzt? Nur der Rest ist ja eigentlich dann okay. Vorgerendet ist beiseite. Ich hätte mehr, da wollte ich nur den Ball nehmen. Das ist ja dann mal. Das können wir aber hier zu BDA irgendwie fahren. Vogel, das heißt ja für ein bisschen was. Dann können wir hier mit dem 112 eigentlich, kann man dann nehmen. Das wäre ja auch schön. Schlimmeres im Leben. Sven, nicht so schnell springen, dann klappt er da. Von mir aus, wie so 116 ist, wahrscheinlich ein ganzes Stück, ne? Aber wahrscheinlich wenn wir da noch dran anfangen. Muss ich von mir aus mal ein bisschen wieder anfangen. Wie kann man der Rest daraus? Das ist eine Notnagel. Ein Schüppchen. Ich lieber ballen die ganze Zeit hin und her. Mit dem Telelauder. Schon gibt es hier nicht so viel Kohle. Aber irgendwie muss ich ja auch sehen, dass er am Leben bleibt. Das muss ich ja vorkommen.
mit. Hier ist mal warten, bis er da weiterläuft. Das mache ich später. Ne, Flüchtfehler. Wie soll ich sagen? Hier ist die Fleiß von Striegel. Die muss ich eben noch einmal durchsägen. Business muss sein. Also das haben wir. Du kommst noch eben beiseite. Weil du doch gerade so schön im Weg stehst. Nochmal die Augen hinsehen. Was fertig ist, ist fertig. Ich muss eigentlich auch noch die Pflanzmaschine organisieren, ne? Ich würde vorschlagen, wir kaufen erst ein Papier und Schaufel. Obwohl das der falsche Weg ist. Weil so können wir keine Felder regenerieren, also nee. Lass uns doch mal erst so bleiben, wie wir jetzt verfolgen. Also wir müssen auch nachgucken, was da rein ist. Aber viel Wolle haben wir noch. Mit der Schaufel ist im Moment aber so ein lüttes Business. Da muss man uns nichts vormachen. Das wird halt aber ans Laufen kommen. Ja, hier kannst du halt schlecht die Bohnen mit dem Autoloader wegladen. Ne? Also der fährt sich nur fest und das ist dann Müll. So, jetzt lassen wir eben schnell gucken, was wir da brauchen. Weil hier ist doch, glaube ich, die Spinnerei oder wie war das, ne? Anlieferungsgasse. Mach mal auf hier die Tür. Ja, es war so klar, du brauchst hier überall Wässer, ne? Wässer. Wir müssen echt mal Wasserkurse einfangen. Da ist Monitor. F1. Wolle, Wasser, Stoffe. Okay, alles klar. Gut, dann haben wir. Ne, das will ich doch gar nicht. Ich will hier hin. Du bist hier. Okay. Der muss hier hin. Und 10 Minuten. Läuft. Das läuft. So soll's sein. So lobe ich mir das. So, dann hier irgendwie. Bretterpaletten schon wieder. Business. Business muss laufen. Eigentlich wollte ich die zweite Holzverarbeitung ins Boot nehmen.
gucken, ob wir das hinkriegen. Das Sven ist vorproduziert, ne? Am Donnerstag gehe ich ja wieder arbeiten, wenn nichts schief läuft. Und dann weißt du auch, also bei dem Laden. Ne? Deswegen muss ich jetzt immer wieder ein bisschen Gas geben. Dass auch alles zeitig und vernünftig kommt, ne? Das kommt jetzt mit. Und da sehen wir dann noch zu, dass von der irgendwie noch mal ein Kuss auf. Ist ja da auch mal lange hinfahren. Ich muss hier halt mehr Kruse machen, dass ich nur noch praktisch klicken muss zum Abladen, sagen wir es so. Das ist, glaube ich, am sinnvollsten. So, fahr da mal hin. Danke. Oh, hier kommt schon wieder auch eine Palette, ne? Ich hab grad keinen Dienst frei. Das wollte ich zwar gerade nicht, aber ist egal. Machen wir den eben. Den müssen wir auch gleich woanders hin. Aber den machen wir jetzt erstmal hier oben voll. Dass wir nicht mehr so oft hier hinfahren müssen. Das läuft. Ich die Stämme nicht aufgeladen, ne? Das läuft da hinten. Komm, das haben wir heute noch gar nicht gemäht. Muss ja auch noch sein. Hier mal so ein bisschen aufrollen. Ja, Telefon gleich. Manchmal gehst du mal auf Zimmertelefon. Dass das hier nochmal wieder läuft, hier können wir auch wieder einen Ball nehmen. Und Gärreste. Gärreste ist ein ganz großer Trumpf. Und hier gibt es eine ganze Ecke mehr als da hinten. Wovon glaube ich nicht. Da wird ja direkt auf einmal verkauft. Da kannst du ja nicht sagen, dass es da mehr gibt. Gut, haben wir aber erwischt. Aber ich muss halt nachgucken, ne? Wir sind hier. BGA Renault, wie ist das hier, ne? Ist das nicht so? Da können wir einfach nachgucken, ob wir mehr gibt. Ist doch ganz einfach, Sven. Ist aber gleichbleibender Preis in meinen Augen. 1.191 für den. Und hier kriegst du halt Gärreste raus, ne? 552.000 haben wir hier, es ist ja nix. Ich bräuchte noch eine LKW. Ist das hier auch mal aufgeräumt? Das war schon wichtig. Ist das hier auch mal weggeräumt ist, dass man hier auch mal wieder durchatmen kann und dies und das. So ist der Plan. Wie müssen wir in Schotter kommen? 1,35, obwohl wir sehen ja jetzt selber Hopfen. Also von daher ist das nicht so ein Stress jetzt. Kriegen wir auch mal irgendwie. Gebäude. Das kann ich erstmal ein bisschen wegrödeln hier. Ich glaube, das kann man auch später mal automatisieren, aber das weiß ich noch nicht, wie das geht. Bin ich ja ganz ehrlich. Da habe ich keinen Plan von. Da bin ich der falsche Ansprechpartner für.
Mir kommt es hauptsächlich auf die Gärreste an, dass wir das nicht immer mit Dünger machen müssen. Ne? So könnten wir eigentlich rein theoretisch Flüssigdünger verkaufen. Und würden da Geld für kriegen. Und das wäre schon gar nicht schlecht. Wenn wir für Flüssigdünger, also wenn wir den auch so ein bisschen verkaufen können. Klar hast du immer mal Engpässe, dass du da nicht so schnell telefonieren kannst oder so. Muss man sich halt überlegen, wie man das am besten macht. Ne? Man könnte auch rein theoretisch sich das Striegeln sparen, aber Striegeln ist kostengünstig. Muss man uns nichts vormachen. Deswegen finde ich, kann es mal besser striegeln. Aber gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Das kann ich euch noch nicht sagen, weil ich selbst noch nicht so weiß. Bin ganz ehrlich. Du wirst sehen. Oder? Die sicher. Ach, ich habe eine Balle vergessen. Das so kommt zum Messer noch, ne? Ja, ich komme dann gleich hin. Mein Stretz. Den machen wir gleich mal. Muss man eben das hier noch. Oh nee. Ja, läuft wieder. Ich schmeiß mal die eben noch rein. Dann kümmern wir uns S und MEN. MEN, der ist noch nicht mal zurückgekommen. Lass doch mal gerade stehen bleiben, weil ich brauch dich. So, Abfahrer entlassen. Aufzeichnung beginnen. Zeichnest du auf? Jetzt aber. Da ist nur alles voll. Ich habe immer noch nicht weggeräumt. Nochmal ihn. Oh, der den hinteren LKW. Das ist an der SR. Ich weiß gar nicht, wie viel hier drin ist, ne? Das haben wir. Zeltstoff-Hackschnitzer, ne? Gut. Premium. So, den. Den müssen wir leider rausnehmen, weil er muss jetzt. Jetzt können wir den da mal einordnen. Der soll. Zeltstück. Da rein. Das ist gut. So, jetzt nehmen wir jetzt das Zeltstoffhof. Dann machst du eine Hofschleife, ne? Und dann fährst du Hofpelle zurück. Wenn du das gemerkt hast, bist du gut und mich freuen. Alles klar, machen wir weiter da.
Und das läuft. Da haben wir noch gar nicht reingeguckt heute, ne? Silage. Oh, wir müssen Futter fahren, ne? Oh, wir müssen noch zu der Schaufel sauber machen. Ja, das ist halt so. Aber liebe Leute, ich sage jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierhin. Ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich ja echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.